Ein herzlich willkommen zu den Technik-Nachrichten. Wir haben das Wichtigste zusammengefasst aus der Welt der Technik von Zoya Bentek in TreuTools innerhalb von etwa 10 Minuten. Heute unter anderem von Project Ara, dem Modellbau-Smartphone, was man jetzt zusammenbasteln kann, beziehungsweise wo es neue Fortschritte gibt. Aus Ungarn kommt die Nachricht, dass die Internetsteuer wohl doch nicht durchkommt. Und außerdem haben wir auch noch Neuigkeiten zu gewissen Samsung-Handys. Seit 17 Jahren kam keine neue HTML-Version. Für euch als Benutzer ändert sich erstmal relativ wenig, außer dass halt die Webseiten immer mehr Funktionen bekommen durch HTML5, was jetzt durch das W3C-Konsortium, also die Leute, die hinter HTML stehen, abgeschlossen worden ist. Und damit geht halt HTML mehr in den Bereich von mobilen Apps, Web-Apps und Offline-Speicherung von Webseiten. Und dann haben wir jetzt noch was zum Thema Internet, nämlich die Internetsteuer. Da haben wir schon letztes Mal darüber berichtet, dass die Ungarner da planen, das Volk auszunutzen, indem man für jeden Gigabyte 50 Cent bezahlen lässt als Steuer. Auch Günther Oettinger, also der EU-Kommissar, ist ja da relativ dafür. Der sagt, hey, wir müssen da mehr Geld, weil die armen Netzausbau, also weil die armen Provider so viel Geld für Netzausbau und... Naja gut, auf jeden Fall in Ungarn gab es ordentlich Demonstrationen, deswegen wurde es abgeschafft und man überlegt jetzt zusammen mit dem Volk angeblich, so zumindest der Regierungssprecher, dass man eine Obergrenze von 2 Euro im Monat setzt. Ich finde, das ist Schwachsinn, da extra nochmal Geld zu verlangen, nur weil jemand Internet benutzt. Und vor allem die 2 Euro bringen dann auch wieder nichts. Aber gut, wir sind gespannt, was die Zukunft bringt. Und ja, auch auf Andy Rubin sind wir gespannt, weil der hat auch eine interessante Zukunft, die sieht sich ja jetzt weg von Google. Ja, laut Wall Street Journal ist der Android-Gründer oder ja, Android Inc.-Gründer halt jetzt weg von Google. Das heißt, in Zukunft wird er nicht mehr bei Google zu sehen oder bei Arbeiten dabei sein. Er hat sich jetzt entschieden, ein eigenes Hardware-Startup zu gründen mit dem Geld, was er verdient. Und wurde auch halt sehr gelobt für die Arbeit von Larry Page, also der CEO von Google. Und da auch ein großes Lob für uns, denn Android ist wirklich ein richtig geiles Betriebssystem, kann man nur sagen. Und hat auf jeden Fall die mobilen OSs wirklich weitergebracht. Und somit kommen wir jetzt zu einer anderen Sache, nämlich Motorola Mobility. Ja, jetzt ist die Übernahme von Lenovo abgeschlossen. Das heißt, jetzt offiziell gehört Motorola Mobility jetzt dem chinesischen Unternehmen Lenovo. Und ja, die sind zugleich der größte PC-Hersteller und wollen damit, glaube ich, auch in Zukunft halt der größte Smartphone-Hersteller werden. Und ja, Das wollen sie alle. ja. Und Motorola bleibt im Hauptsitz in Chicago und wird als Tochterfirma weitergeführt. Das heißt, Motorola wird nicht von der Bildfläche verschwinden, sondern bleibt ein Unternehmen, als ein Tochterunternehmen. Und laut Lenovo sollen auch die zukünftigen Geräte halt das Feeling von Motorola beibehalten. Das heißt, schneller Android. Updates und so weiter und so fort. Und somit kommen wir zu einer Sache, wo auch ein Teil von Motorola beteiligt ist, die jetzt noch immer bei Google sind, nämlich Project Ara. Genau, Project Ara, das Baukasten-Handy, wo man halt so eine Steckplatte hat und hinten extra Module aufbaut, zum Beispiel für ein besonderes Audiosystem von Sennheiser. Wer Project Ara noch nicht kennt, der sollte nochmal schauen. Auf unserem Kanal haben wir schon ein paar Videos dazu gemacht in den News. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Konzept, oder schaut euch einfach das neue Video von denen, was rausgefallen ist, an. Link natürlich in der Videobeschreibung. Die haben nämlich jetzt verkündet, dass Sennheiser für die einen Audio-Chip bastelt, den man hinten sich draufpinnen kann. Und außerdem, der wird halt 2 Mini-Klinken haben und ein gutes Soundsystem haben. Und ab Januar möchte man dann schon einen neuen Prototypen vorstellen und nächstes Jahr 2 Entwicklerkonferenzen planen. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, weil das, finde ich, könnte das Handy der Zukunft sein und hat auf jeden Fall Potenzial, geil zu werden. Auch ein paar geile Gerüchte haben wir jetzt noch am Start. Ja, ein Galaxy auf jeden Fall ist das erste von Google. Sie wollen einen neuen plattformübergreifenden Datenaustausch ermöglichen und der Dienst soll heißen Compresence oder so, wie das heißen soll. Und laut Informationen, die auf jeden Fall schon gleich mehreren Newsportalen vorliegen, wie Android Police, GigaOm oder Techaris, soll halt das Ganze einen einfachen Datenverkehr ohne Cloud ermöglichen. Das heißt, ein Gerät halt, das mit Android läuft und ein iPhone und willst halt sagen, naja, ich will halt diese Dokumente von da auf das iPhone bringen. Und das soll dann in Zukunft durch diesen Dienst möglich sein. Am Anfang sollen halt nur Google-Dienste, damit funktionieren in Zukunft dann auch andere ausgewählte Apps. Das Ganze soll dann halt per Bluetooth und WLAN erfolgen und soll halt auch ohne den einen Google-Account erfolgen. Das heißt, man kann sich einfach runterladen ohne Google-Account und dann schnell und einfach Daten austauschen. Halt wie in guten alten Zeiten mit diesen
Bluetooth austauscht, nur halt jetzt im besser unter Anführungszeichen. Und was auch besser unter Anführungszeichen ist, wäre ein Smartphone, das 3,8 mm dünn ist. 3,8 mm ist auf jeden Fall extrem dünn und laut Bilder auf Weibo arbeitet Vivio an so einem Smartphone und da werdet ihr jetzt ein paar Bilder im Hintergrund sehen. Auf jeden Fall extrem dünn, also dagegen sind iPhone oder andere Sachen nichts. Und jetzt stellt sich dann die Frage, naja, mit so einer Dicke biegt sich das dann halt auch oder geht das dann schnell kaputt? Auf jeden Fall schreibt uns eure Meinung in die Kommentare, was ihr zu so einem dünnen Smartphone halten würdet und wie würde sich das halt in der Hand anfühlen. Und somit kommen wir zu auch was dünnen, aber zu einem dünnen Rand, was auf jeden Fall meiner Meinung nach besser ist. Naja, kommt drauf an. Auf jeden Fall sieht es besser aus, das auf jeden Fall. Denn LG, die haben ja schon mit dem LG G3 einen ziemlich dünnen Rahmen um den Bildschirm gehabt. Der war nämlich 1,15 mm dünn. Das geht auf jeden Fall in Ordnung. Allerdings geht es noch dünner, wie LG jetzt rausgehauen hat, nämlich ein Display, der ab November, also diesen Monat, noch in die Produktion gehen soll und dann im Januar schon vielleicht auf einem Handy sein könnte. Wir sind auf jeden Fall gespannt, auf welchem, hoffentlich in möglichst vielen, denn der Rahmen soll da nur 0,7 mm dünn sein und somit hat man fast gar keinen Rahmen mehr um den Bildschirm. Sieht geil aus und man hat mehr Bildschirm auf weniger großen Handys, wo zum Beispiel das Ja. iPhone momentan eher schlecht dasteht, gerade das iPhone 6 Plus, wo man einen riesen Bildschirm hat, aber darum noch einen riesen Rahmen und das Ding einfach unhandlich wird. Gut, dann kommen wir jetzt aber noch zu zwei, naja, auch relativ dünnen Smartphones von Samsung. Die haben nämlich das Samsung Galaxy A3 und das Samsung Galaxy A5 vorgestellt. Was erstmal klingt nach einer Autobahn, soll die Datenautobahn für Social Networks und junge Leute sein. Und zwar das A3, das ist natürlich nicht das ganz so gut ausgestattete Handy. Das verfügt über LTE Advanced, 1,2 GHz starken Quad-Core-Prozessor, 4,5 Zoll großen Bildschirm, der aber nur eine Auflösung von 540 mal 960 Pixel hat, dafür allerdings ein AMOLED-Bildschirm ist, eine 8-Megapixel-Kamera, 5-Megapixel-Kamera Front, den ganzen Kladderadatsch, der irgendwie funkt und Micro-SD-Slot und allerdings nur einen 1900 mAh kleinen Akku. Dann haben wir noch das A5, das ist ein 5-Zoll-Bildschirm mit mit normaler HD-Auflösung, 1208 mal 720, Super AMOLED-Screen. Und auch hier sind LTE Advanced und ein Quad-Core-Prozessor hier mit 1,2 GHz drin. Also obere Mittelklasse zusammen mit GPS und GLONASS, also dem europäischen GPS. Diversen Sensoren, 16 GB intern, genauso wie das A3. Und ja, auch hier Micro-SD-Karten-Slot und ein Akku von hier immerhin 2,3 Ampere-Stunden. Und ja, gut. 2 GB RAM im Gegensatz zu 1 GB RAM beim A3. Und das waren eigentlich auch schon die Kernfacts. Wichtig ist noch, dass beide nur KitKat haben. Ich schätze aber, dass da ein Update noch rauskommt. Trotzdem peinlich, dass die noch nicht mit KitKat rausfallen. Was auch rausgefallen ist, ist dann ziemlich interessante Fitness-Armbanduhr von Microsoft, die momentan sich verkauft wie Sau. Ja, in den letzten News haben wir berichtet, in den Gerüchten, es könnte, dass der angeblich eine Microsoft Fitness-Sache da rauskommen soll und jetzt ist sie dann vorgestellt worden und das Ganze ist halt im Grunde ein normales Fitness-Armband. Der Clou dahinter ist halt, es ist plattformübergreifend, das heißt, egal ob iPhone, Android oder Windows Phone, ihr könnt es auf allen Geräten nutzen und somit halt ist es halt angenehm, wenn man halt sich mal entscheidet, ein Gerät zu wechseln, ist es auch dadurch meiner Meinung nach viel besser. Die schlechtere Sache dahinter ist halt, also es ist Spritzwasser und schweißgeschützt, aber halt ohne IP-Zertifizierung. Das heißt, offiziell ist es halt nicht geschützt, aber am Ende dürfte es auf jeden Fall keinen interessieren, denn wenn es halt da steht, dann wird es schon auf jeden Fall was nutzen. Und das Ganze kostet um die 200 US-Dollar. Das heißt, wenn es nach Europa kommt, dürften wir so mit einer super genialen Umrechnung von 200 € rechnen. Aber Hey! ja, auf jeden Fall ein interessantes Band und ja, schreibt eure Meinung zu solchen Fitnessbändern natürlich auch in die Kommentare. Und ja, eine App, die auf jeden Fall jeder nutzt, ist WhatsApp. Und die Telefonfunktion soll dann halt erst 2015 kommen. Und ja, laut WhatsApp-Entwickler John Kuhn sei halt die Gründe technische Schwierigkeiten, dass halt das Ganze etwas verzögert. Und ein Grund könnte auch wahrscheinlich sein, was ich auf jeden Fall denke, dass halt WhatsApp halt nicht das ausstoßt an Gewinn, was man halt erwartet, denn bei 10 Millionen Gewinn kommen da 40 Millionen rein Verlust und das ist auf jeden Fall
erstmal nicht so eine gute Sache, was das sich dann in Zukunft entwickeln, was sich Facebook da ausdenken wird, um da halt ein bisschen mehr Geld rauszunehmen. Werden wir dann in Zukunft sehen. Werbung könnte auf jeden Fall eine Option sein, was ich auf jeden Fall nicht hoffe. Und somit kommen wir auf eine Sache, wo wir Werbung auf jeden Fall schauen sollten, nämlich auf YouTube. Genau, und dann auch könnt ihr die Werbung in 60 FPS schauen, was natürlich für uns als Tech-YouTuber erstmal relativ wenig Sinn macht, vor allem weil unsere Kameras das nicht unbedingt hergeben. Allerdings für Let's Player oder für Slow-Motion-Aufnahmen ziemlich geil ist, auf jeden Fall flüssigere Videos und da geht der Trend hin. Finde ich geil, dass das jetzt gibt. Ende. Leider gibt es noch nicht in der YouTube-App. Ja, Leider. und somit kommen wir zu den Kommentaren. Diesmal haben wir zwei oder eher drei, aber das eine ist halt kein Kommentar, auf das ich antworten will, weil einfach, einfach auf Ja, was schieß los. hingewiesen wird. Okay, das erste Kommentar wieder von Danny D. Daniel und ja, hey, coole Informationen und Inhalte, liebe Grüße. Ja, freut uns, dass dir die Inhalte gefallen und es ist auf jeden Fall sehr geil, dass da halt Kommentare kommen, denn so wissen wir, dass unser Inhalt geschaut und uns auch irgendwie gefällt. Und ja, auf jeden Fall ein großes Dankeschön von uns beiden. Ja. Und ja, dann noch ein Kommentar von Flo's Techniktipps. Ja, wie heißt der Lockscreen, die Lockscreen-App von Microsoft? Ja, Die die heißt heißt. auf jeden Fall Next und wenn ihr da nochmal ein Review zu sehen wollt, könnt ihr gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Am Mittwoch kommt da eins raus. Gibt es leider noch nicht in Deutschland, aber dafür kann man sich die APK zum Beispiel bei Chip und Co. runterladen. Aber für dich der kleine Tipp, bitte verknüpfe deinen YouTube-Kanal mal mit Google Plus, damit man darauf auch antworten kann. Und ansonsten schreibt es uns in die Kommentare, ob ihr diesen Microsoft-Ding, ob ihr dieses Microsoft-Fitness-Band auf jeden Fall interessant findet und was ihr mit dünnen Smartphones, was ihr davon haltet, von dünnen Smartphone-Rendern und ja, für was ihr diese 60 FPS bei YouTube geil findet. Und während meine Kamera sich gerade wieder verabschiedet hat, für einen kurzen Moment, würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt hier an dieser Stelle, wünschen euch noch eine angenehme Woche, bis nächste Woche, wenn wir, also bis nächsten Samstag, Sonntag, Ja, Montag, Dienstag, Sonntag. wie auch immer. Ciao, bis zum nächsten Montag bei Mal. mir. Ciao.